Auf der Suche nach dem passenden Job sind ihre Zielgruppen heute auf den verschiedensten Jobbörsen, Plattformen und Netzwerken unterwegs. Mit ihren Jobangeboten auf all diesen Kanälen rechtzeitig präsent zu sein, ist sehr zeitaufwendig. Überall muss derselbe Job wieder und wieder aufwendig eingegeben werden. Dabei nicht den Überblick zu verlieren, ist gar nicht so leicht. Und für welchen Kanal lohnen sich Aufwand und Investition überhaupt? Räumen Sie diese Probleme aus dem Weg. Aus dem DaVinci Bewerbermanagement schalten Sie Ihre Jobs komfortabel auf all diesen Kanälen mit nur wenigen Klicks. Sie vermuten Ihre Zielgruppe auf einer anderen Plattform, wissen aber nicht genau wo? Kein Problem. Die Jobbörsenvorschläge helfen Ihnen, neue Talentquellen zu entdecken. Und genauso einfach behalten Sie die Übersicht und erkennen, welche Jobbörsen Ihnen die besten Bewerbungen liefern. Um das Multiposting zu aktivieren, müssen wir hier lediglich dem Einrichtungsassistenten folgen. Im ersten Feld geben wir dazu unseren Namen ein. Gefolgt von unserem Unternehmensnamen. In unserem Fall wäre das DaVinci Ace HR Systems. In dem nächsten Feld geben wir dann unsere E-Mail-Adresse ein. Hier wird nun die URL unseres DaVinci Bewerbermanagement-Systems abgefragt. Dazu wechseln wir einmal in das Bewerbermanagementsystem. Wenn wir nun einen Blick in unsere Navigationsleiste werfen, können wir unsere URL dort schnell erkennen. In unserem Fall ist es diese hier. Wir kopieren diese URL, wechseln zurück in unseren Einrichtungsassistenten und fügen sie dort ein. Im nächsten Schritt verlangt der Einrichtungsassistent nun einen sogenannten API-User. Um diesen anzulegen, wechseln wir wieder zurück in das DaVinci Bewerbermanagement. In dem Reiter Benutzer finden wir zum Anlegen dieses API-Benutzers die Schaltfläche dafür versteckt hinter dem Zahnrad. Wir definieren nun den Benutzernamen. Dort bietet sich zum Beispiel Multiposting an. Die Organisationseinheit und die Sprache belassen wir so, wie die Einstellungen dort bereits vorbelegt sind. Als Anrede können wir tatsächlich wählen, was wir möchten. Das ist erstmal unerheblich. Wir definieren noch den Vor- und Nachnamen. Da bietet sich zum Beispiel DaVinci als Vorname und Multiposting als Nachname an. Und des Weiteren geben wir die E-Mail-Adresse an. Dort bietet sich an, dass wir dieselbe E-Mail-Adresse nehmen, die wir auch schon im Einrichtungsassistenten hinterlegt haben. Und zu guter Letzt hinterlegen wir noch die nötige Rolle, die Multiposting API heißt. Nun haben wir alle Daten zusammen und können auf Anlegen klicken. Nun erscheint in diesem Pop-up-Fenster der sogenannte API-Token. Dieser ist sehr wichtig. Wir kopieren ihn, wechseln wieder zurück zu unserem Einrichtungsassistenten und fügen ihn dort in das dafür vorgesehene Feld ein. Springen wir nochmal zurück in das Bewerbermanagement, schließen dieses Pop-up-Fenster und kopieren uns dann noch einmal den Benutzernamen des API-Benutzers. Zurück im Einrichtungsassistenten fügen wir diesen Benutzernamen hier in das Feld für den API-User ein. Sobald wir uns nun die Nutzungsbedingungen angeschaut und diese auch akzeptiert haben, können wir unsere Konfigurationsdaten schon speichern. Wir erhalten eine Erfolgsmeldung und können zum Abschließen der Einrichtung zurück in das DaVinci Bewerbermanagement wechseln und klicken dazu auf den Button. Um im zweiten Schritt unsere Multiposting-Konfiguration abzuschließen, wechseln wir einmal in die Übersicht der Ausschreibungen. Wir öffnen eine beliebige Ausschreibung
und die dazugehörige Veröffentlichung. In der Veröffentlichung befindet sich nun hinter dem Zahnrad ein neuer Button Multiposting konfigurieren. Sobald wir diesen klicken, landen wir wieder im Einrichtungsassistenten. Dieser unterstützt uns wieder einmal, um die Einrichtung abzuschließen. Wie man hier sehr gut sehen kann, sind bereits alle Werte vorbelegt. Im ersten Schritt wird hier der interne Name der Berechtigung verlangt, die benötigt wird, um das Multiposting zu nutzen. Der hier hinterlegte interne Name zählt zu der Berechtigung Veröffentlichung schalten. Wenn wir das also so belassen, darf jeder Benutzer, der schon heute Veröffentlichungen schalten darf, zum Beispiel auf der Homepage, auch später das Multiposting nutzen. Wir könnten auch eine neue Berechtigung in DaVinci anlegen und den internen Namen hier einfügen. Im zweiten Schritt wird einmal der Veröffentlichungskanal und der Link zum Bewerbungsportal benötigt. Jobs, die wir später über das Multiposting schalten möchten, müssen in diesem Portal veröffentlicht sein. Im Standard ist das Homepage-Portal, weil normalerweise sind alle Jobs sowieso auf der Homepage veröffentlicht. Das heißt, hier müssen wir nichts weiteres konfigurieren. Wenn wir dazu nicht das Homepage-Portal nutzen möchten, können wir auch ein neues Portal inklusive Veröffentlichungskanal anlegen und dieses hier hinterlegen. Noch ein kurzer Hinweis. Wenn wir uns das Homepage-Portal einmal ansehen, hier in dem Bereich Verwaltung und Bewerbungsportale, ist es wichtig, dass die Schnittstelle hier auf öffentlich steht. Nun können wir im Einrichtungsassistenten unsere Angaben speichern. Damit haben wir das Multiposting erfolgreich konfiguriert und es ist jetzt bereit zum Einsatz. Das Multiposting-Modul ist nun schon fast einsatzbereit. Wir müssen lediglich noch ein paar Einstellungen im Modul selber vornehmen. Was wir aber jetzt schon erkennen können, ist, wenn wir uns wieder eine Ausschreibung öffnen und die dazugehörige Veröffentlichung, gibt es hier nun einen neuen Button, wieder hinter dem Zahnrad, über Multiposting schalten. Sobald wir dort draufklicken, landen wir in dem Multiposting-Modul. Bevor wir uns jetzt konkret anschauen, wie wir diese Anzeige hier erstellen und schalten, hinterlegen wir hier, wie angekündigt, noch die kurzen Einstellungen. Dazu klicken wir einmal hier auf unseren Benutzer und öffnen die Einstellungen. Wir ergänzen noch einmal die Anrede und laden einmal unser Unternehmenslogo hoch. Im nächsten Step machen wir noch ein paar nähere Angaben zu unserem Unternehmen. Das ist für die spätere Übermittlung an die Jobbörsen wichtig. Zum einen wählen wir unsere Branche aus. Dort stehen uns mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Wir können auch hier direkt nach bestimmten Branchen suchen, indem wir einfach den entsprechenden Begriff eingeben. Optional können wir auch noch die Anzahl der Mitarbeiter mit angeben. Wir ergänzen hier noch einmal den Link zur Karriereseite. Dazu wechsle ich einmal hier auf unsere Karriereseite, nehme mir den Link und wechsle wieder zurück hier in das Multiposting-Modul. Dasselbe mache ich hier einmal mit dem Link zu unserem Xing-Unternehmensprofil. Der hier hinterlegte Link wird nämlich dafür genutzt, wenn wir später Jobs auf zum Beispiel Xing schalten, dass die direkt mit unserem Unternehmensprofil verknüpft werden. Das heißt, ich wechsle einmal zu unserem Unternehmensprofil auf Xing, kopiere mir die entsprechende URL hier einmal raus,
wechsle wieder zurück in das Multiposting-Modul und füge den Link hier ein. Ich schließe diese Einrichtung hier einmal mit dem Speichern-Button ab. Des Weiteren hinterlege ich hier noch einen neuen Einsatzort. Wir sehen später auch noch, dass man das direkt auch bei der Schaltung der eigentlichen Anzeige machen kann. Ein Einsatzort muss einmalig hinterlegt werden und kann dann per Dropdown ausgewählt werden. Das heißt, wir fügen hier die bekannten Felder einmal ein. Und können den Einsatzort dann hinzufügen. Dieser steht nun bei den Anzeigen selber als Dropdown zur Auswahl. Und zu guter Letzt fügen wir noch eine Rechnungsadresse hinzu. Ich gebe einmal an, zu Händen, von wem die Rechnungsadresse gehen soll und eine entsprechende Mail. Hinterlege nochmal wieder die Adresse. Und, falls gewünscht, auch eine Kostenstelle. So haben Sie später die Möglichkeit, pro beispielsweise Fachabteilung zu differenzieren, wer wie häufig wo geschaltet hat. Und zu guter Letzt gebe ich hier noch die Identifikationsnummer an. Diese finden Sie normalerweise, wenn Sie auf Ihrer Homepage in das Impressum wechseln. Nun fügen wir die Rechnungsadresse hinzu. Damit haben wir auch die letzten Einstellungen hier im DaVinci Multiposting-Modul vorgenommen und können jetzt unsere erste Anzeige live schalten. Nun sind wir bereit, unsere erste Stelle über das DaVinci Multiposting zu schalten. Nehmen wir dafür doch einmal den Softwareentwickler. In der Veröffentlichung gibt es nun den Button über Multiposting schalten. Wir landen hier im Multiposting-Modul und können direkt erkennen, dass diverse Elemente aus der Veröffentlichung bereits übernommen wurden. So beispielsweise das Panoramabild, der Anzeigentitel, Einleitungssätze, Aufgaben, Anforderungen und so weiter. Das Einzige, was wir hier noch machen müssen, ist einen Einsatzort auswählen. Dort haben wir ja bereits Hamburg angelegt und können den hier einfach per Dropdown auswählen. Das war's in der ersten Maske auch schon und wir können direkt in die nächste springen. Hier machen wir nun noch nähere Angaben zum Job. Dies ist wichtig für einige Jobbörsen, um die eigentliche Stelle besser auf der Seite bzw. dann auf der Jobbörse einordnen zu können und den richtigen Bewerbern zu präsentieren. Das heißt, wir geben hier zum einen die Vertragsart an, das Karrierelevel, die Arbeitszeit, die minimale Berufserfahrung. Die Branche wird bereits aus unseren Einstellungen, die wir ja schon getätigt haben, vorbelegt. Wir können jetzt hier noch nähere Angaben zum Tätigkeitsfeld machen. Und zu den Schwerpunkten. Dort ist auch eine Mehrfachauswahl möglich. Zu guter Letzt geben wir noch Schlagworte zu dem eigentlichen Job an. Hier empfiehlt es sich immer, den Jobtitel mitzugeben und auch den Einsatzort. Ein Schlagwort fügen wir hinzu, indem wir die Enter-Taste klicken. Wir haben auch diese Maske nun vollständig befüllt und können wieder einen Schritt weitergehen. Wir landen jetzt in der Übersicht unserer Jobbörsen.
In dieser Jobbörsenübersicht haben wir zum einen einige Filter. Dort können wir uns die Jobbörsen für Spezialisten, Regionalisten, Generalisten und auch Unijobs beispielsweise anzeigen lassen. Direkt dort drunter haben wir auch eine Suche, um bestimmte Jobbörsen zu suchen. Beispielsweise StepStone. Die eigentlichen Jobbörsen zeigen immer an, ob oder beziehungsweise wie lange es dauert, bis eine oder unserer Job bei der eigentlichen Jobbörse dann später veröffentlicht ist. Und wir haben auch die Möglichkeit, uns hier einen Favoriten zu setzen. Das heißt, Jobbörsen, die wir besonders häufig bespielen möchten, können wir hier mit einem Herz versehen und haben dann später eben die Möglichkeit, sich hier die Favoriten direkt anzeigen zu lassen. Dort habe ich jetzt bisher schon einige markiert. Des Weiteren können wir erkennen, wie lange die Laufzeit der eigentlichen Schaltung ist. Hier wäre jetzt beispielsweise 60 Tage. Und des Weiteren, wir können einmal hier die Suche nochmal wieder entfernen, wird auch ein Eignungsscore ausgegeben. Dieser Eignungsscore setzt sich folgendermaßen zusammen. Die Annahme besteht, dass ein Arbeitssuchender seine Jobsuche auf Google beginnt und gibt dort den Jobtitel ein. Genau das ist auch das, was diesen Eignungsscore hier ausmacht. Bestimmte Jobbörsen investieren für bestimmte Begriffe mehr oder weniger, sodass die bei Google entsprechend in den Suchergebnissen hoch angezeigt werden. Und die Jobbörsen, die bei Google für, sag mal hier, den Softwareentwickler weit oben angezeigt werden, haben hier auch einen entsprechend höheren Eignungsscore. Des Weiteren können wir auch nach den einzelnen Spalten sortieren. Wenn wir hier beispielsweise auf den Preis klicken, werden uns auch direkt die kostenfreien Kanäle angezeigt. Fügen wir doch beispielsweise einmal die Bundesagentur für Arbeit hinzu und Xing Basic. Wir sehen hier sehr gut, der Haken färbt sich grün. Und unser Einkaufswagen hier oben rechts füllt sich mit 2 Jobbörsen. Der Preis bleibt weiterhin bei 0. Fügen wir doch noch einmal StepStone hinzu. Wir sehen hier sehr gut, der Preis erhöht sich um die angegebene Summe. Zum eigentlichen Schalten wechseln wir nun in die letzte Übersicht. Dort sehen wir noch einmal, welche Jobbörsen wir ausgewählt haben, wie lange die Laufzeit ist und schlussendlich auch der Gesamtpreis. Sobald wir die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen akzeptiert haben, können wir hier unsere Anzeige kostenpflichtig bestellen. Wir haben unsere Anzeige nun erfolgreich auf den Jobbörsen veröffentlicht und wechseln hier direkt zum Anzeigenmanager. Bei einigen Jobbörsen dauert es etwas länger, bei anderen geht es sofort, dass die Stelle entsprechend veröffentlicht wird. In dem Anzeigenmanager haben wir pro Jobbörse die Möglichkeit, die Stelle wieder offline zu nehmen und uns diese Stelle auch direkt anzusehen. Für Xing haben wir auch unser Unternehmensprofil im Multiposting-Modul hinterlegt. Das heißt, wenn wir uns unser Unternehmensprofil öffnen, sehen wir, dass dort direkt unser Softwareentwickler in unseren Stellenangeboten mit aufgeführt ist. Wenn wir uns diesen ansehen, sehen wir, dass hier die entsprechenden Texte aus dem Multiposting-Modul direkt hinterlegt sind. Und damit haben wir eine sehr schnelle und einfache Möglichkeit, unseren Job hier auf den verschiedensten Portalen zu veröffentlichen. Damit wir den Überblick über unsere Schaltungen nicht verlieren, sehen wir direkt in DaVinci,
wo wir über das Multiposting-Modul geschaltet haben. Das heißt, genauso wie unsere Kanäle, zum Beispiel die Schaltung über die Homepage, sehen wir auch unsere Schaltungen über das Multiposting-Modul mit dem spezifischen Status. Aktuell sind unsere drei Kanäle hier noch grau. Das heißt, sie sind in Bearbeitung, also noch nicht live auf der jeweiligen Jobbörse. Wenn wir uns beispielsweise den Bauleiter anschauen, sehen wir, dass dort der Kanal schon grün ist und dann wird auch direkt der Zeitraum gesetzt. Das heißt, wir haben hier in DaVinci eine sehr schöne Übersicht darüber, wie lange meine Stelle auch noch bei dem über das Multiposting der jeweiligen Jobbörse läuft. Ergänzend noch dazu kann dieser Kanal natürlich auch noch rot werden, sobald der Job ausläuft. Das heißt, das erkennt man auch wieder direkt hier aus der Übersicht. Wenn wir auf den jeweiligen Kanal klicken, ist die entsprechende Darstellung in der Veröffentlichung noch einmal genauso. Zusätzlich haben wir hier einen Öffnen-Button, mit dem wir wieder direkt auf der Stelle im Anzeigenmanager des Multiposting-Moduls landen. Im Anzeigenmanager für den Bauleiter sehen wir auch die Klickzahlen. Bisher fallen die noch relativ mau aus, vielleicht haben wir da die falsche Jobbörse gewählt. Schauen wir uns doch einmal die anderen Anzeigen an. In unserer Übersicht sehen wir zum einen auch hier direkt den aktuellen Status. Da sieht man sehr gut, in dem Softwareentwickler sind die einzelnen Jobbörsen noch in Bearbeitung. Unseren Bauleiter haben wir bereits schon mal geschaltet und können dort auch sehen, dass wir dort deutlich mehr Klicks generieren konnten. In dem Bauleiter hier sehen wir nun, dass auf den hier hinterlegten Jobbörsen deutlich mehr Klicks eingegangen sind. In unserer Grafik haben wir pro Jobbörse einen Graphen und können per Mouseover gut erkennen, wie viele Klicks die einzelnen Jobbörsen generiert haben. Wir können hier also sehr gut erkennen, welcher Kanal uns die meisten Klicks erbracht hat und wann beispielsweise auch die klickstärksten Tage waren. Einen generellen Überblick über die Reports haben wir hier in dem Bereich Reportings. Dort sehen wir zum einen, wie häufig wir schon bestimmte Jobbörsen gebucht haben und auch wie viele Klicks mir die Jobbörsen schlussendlich in der Gesamtheit gebracht haben. Das heißt, wenn wir uns hier einmal nach den Klicks die einzelnen Jobbörsen sortieren, sieht man hier sehr gut, welche Jobbörsen mir bis heute übergreifend über all meine geschalteten Jobs erbracht haben. Wenn wir eine Stelle über die normale Jobbörsenliste schalten, gelten die im System angegebenen Einzelpreise für diese einzelne Schaltung. Sofern wir aber über eigene Rahmenverträge bei einer oder mehreren Jobbörsen verfügen, können wir diese hier in dem Bereich Rahmenverträge im System hinterlegen. Dazu fügen wir einfach einen neuen Rahmenvertrag hinzu. Wir wählen das Produkt aus, für das dieser Rahmenvertrag gilt. Also beispielsweise haben wir einen Rahmenvertrag für unsere Schaltung bei StepStone für jeweils 30 Tage. Wir hinterlegen außerdem die Rahmenvertrags-ID und auch die E-Mail des Ansprechpartners. Neben der Art des Rahmenvertrags können wir auch die Zahlungsart angeben und wie teuer der Preis pro Schaltung im Endeffekt ist. Wir haben jetzt hier beispielsweise ein 10er-Kontingent, das bis Ende des Jahres gültig ist. Nun speichern wir unseren Rahmenvertrag. Wir erhalten die Erfolgsmeldung und dieser wird einmal geprüft. Nun können wir unsere Jobs
eben nicht normal über die Einzelschaltung, sondern über diesen Rahmenvertrag bei StepStone für jeweils 30 Tage schalten. Das heißt, wir können hier auf unsere günstigeren Sonderpreise zurückgreifen, aber nebenbei laufen die Jobs eben in unseren Anzeigenmanager, das heißt, wir haben unsere Übersicht und natürlich auch unsere Klickstatistiken.